Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sankenland bei mir auf dem Kanal. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen offline, ein bisschen nachgefarmt und ein bisschen was umgebaut, ein bisschen was erfarmt, zugefarmt, damit wir beim nächsten, also jetzt heute in der Folge, nicht ganz so viel rumeiern müssen. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen was geholt. Es ist ein wenig was da. Holz ist auch schon genug da und Metallschrott habe ich hier auch 2 Tonnen voll. Ich habe da wirklich ein bisschen was geholt. Auch hier noch ein bisschen was. Wir gehen nochmal nach oben, dann zeige ich euch das, was wir da noch gemacht haben. Ich habe hier neue Kisten noch gebaut. Allein schon daher, weil ich zu viel geholt habe. Hier haben wir dann jetzt unsere Barren. Das heißt, wir können explizit, knallhart, gleich weiterbauen, weiter erkunden und töten gehen. Hier ist es noch ein bisschen Nahrung. Hier ist das Ruhezeug drin. Und hier haben wir dann ganz einfach noch Samen und also ein Lunda. Wichtig ist jetzt, wir sollten mal ganz schnell gucken, das wollte ich beim letzten Mal eigentlich schon machen, oder beziehungsweise im Offline-Modus hatte ich überlegt, aber bin dann davon abgekommen, so ein bisschen. Wir können noch eine Werkbank bauen zur Herstellung von Munition. Die bauen wir uns jetzt gleich mal. Wir werden jetzt erstmal in den ersten paar Minuten der Folge ein bisschen was rumbauen. So dass ich dann in Zukunft auch schön noch wieder offline ein bisschen was farmen kann. Und dann werden wir uns dann mal auf den Weg machen und irgendwo mal eine Insel platt machen gehen. Ich würde sagen, die bauen wir gleich mal hier hin. Direkt neben die Munitionswerkbank. Direkt neben unsere Waffenwerkbank. Logischerweise macht ja Sinn. So. Natürlich kriegen wir jetzt natürlich auch noch Hunger und Durst, das war ja klar. Welch ein Wunder, gönn dir. So. Trinken am Brunnen. Noch. Das Ding werden wir heute auch noch hinstellen. Das weiß ich. Ich mag dieses Teil hier nicht. Das geht mir so auf den Nerv. Das werden wir dann auch noch hinstellen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Munitionswerkbank. Ich werde mal gucken, dass wir heute noch ein paar mehr Werkbänke hingestellt kriegen. Amboss haben wir, Ofen haben wir. Wir könnten noch einen zweiten Ofen bauen. Das würde auch noch Sinn machen. Noch einen zweiten Ofen hinstellen. Da ist nichts mehr drin, aber hier ist noch genug. So, dann stellen wir uns hier nämlich noch einen zweiten Ofen hin. Es dient jetzt einzig und allein dazu, dass wenn ich vorfarmen gehe, dass wir dann praktisch auch, dass ich das auch offline dann alles schon erledigen kann. So. Bauen wir noch einen zweiten Ofen. Wo ist er? Zack. So. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal 2 Öfen, eine Werkzeugbank, eine Munitionswerkstatt. Jetzt gucken wir mal, was wir für die komische Wasserdingens brauchen. Weil die können wir ja, glaube ich, auch schon bauen. Das haben wir alles da, das haben wir auch alles da. Also werden wir uns das jetzt alles holen, damit wir das alles gleich mal fertig bauen können. Dazu nehmen wir das mit. Dann nehmen wir hier noch mit. Dann holen wir uns die Komponenten. Ein bisschen Gummi. Und Glas. So, dann machen wir nämlich in der Küche oben auch schon mal weiter. Damit wir mal langsam vorankommen. So, den Herd würde ich ganz gerne eigentlich... Ja, wir können das nochmal alles umstellen eigentlich. Wir werden das auch nochmal ein bisschen variieren, wahrscheinlich so ein bisschen. Ich denke mal, ich werde den Herd werde ich hier hinstellen. Natürlich haben wir die Eisenbahn vergessen, war ja klar. Ich habe alles mitgenommen, nur die Eisenbahn nicht. Aber wir haben ja genug davon da. Ich war ja schon fleißig, habe schon ein bisschen was geholt. Dann bauen wir jetzt mal den Herd. So, da haben wir den Herd schon mal und jetzt wollten wir uns die Wasserpumpstation bauen noch. Die bauen wir natürlich auch, ist natürlich, hallo, wo gehst du jetzt nach unten? Hallo, warum gehst du jetzt einfach nach unten? Bist du nicht ganz knusper in der Birne oder was ist hier los mit dir? Ja, warum die jetzt nach unten geht, wüsste ich echt mal gerne. Dann stellen wir sie hier hin. Zack. So, pumpen wir gleich mal Wasser rein.
Füllen wir gleich mit Holz auf, alles nochmal. Damit das Ding auch los oxidieren kann. So. Damit wir definitiv schon mal ein bisschen Wasser haben, dann brauche ich nicht immer nach unten laufen. Das ist schon ein bisschen einfacher. Habe ich jetzt auch nicht so die große Lust zu, immer nach unten zu laufen. Sehr schön, das haben wir. So, hier noch ein bisschen Holz rein. Das Ding steht aber gut. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir hier auch nochmal voll machen. Gut, das hatten wir auch erledigt. Pumpstation Wasser steht. Dann werden wir jetzt hier mal gucken, dass wir uns ein bisschen Gewehrmunition machen noch. So ein bisschen was dafür haben wir ja noch da. Was brauchen wir eigentlich, um das Pulver zu machen? Chemikalien und Stoff. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch gleich noch. Damit wir gleich mal losjagen können. Das war natürlich klar. So, dann machen wir das auch nochmal. Gut, gut, da haben wir neunmal Gewehrmunition herstellen. Haben wir natürlich alles voll, ist klar. Macht natürlich total viel Sinn, dass ich die Taschen jetzt voll habe. Nicht weiter dramatisch, die kriegen wir wieder leer. So, und dann schmeißen wir die auch noch rein. Gut, 60 Schuss haben wir davon schon mal. Das ist doch nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal durch, was wir jetzt hier noch brauchen. Das können wir schon wieder wegräumen. Was brauchen wir denn noch? Also wir haben die Sachen haben wir alle. Das haben wir auch alle. Beete habe ich schon gebaut. Davon haben wir eigentlich auch alles gebaut. Jetzt wäre es eigentlich nachher nur noch an der Zeit, dass wir hier erforschen. Akkuladegerät, kleiner Generator, Recycler. Stehlampe, Deckenleuchte, Tischlampe. Batterie, Stirnlampe. Stirnlampe wäre auch nicht schlecht, wenn wir mal im Dunkeln unterwegs sind. Oh oh. Entschuldigung, da war was in der Nase. Da hat mir was in der Nase gekrabbelt, irgendwie so ein bisschen. So, hier gleich mal wieder sortieren, ne? Gleich mal wieder Ordnung reinbringen. Eigentlich brauchen wir dann das andere Ding hier schon mal gar nicht mehr. Hier die Bolzen. Jetzt werden wir erstmal noch kurz was leer erforschen gehen. Dann bleiben wir nämlich heute noch hier und gehen am nächsten Tag dann erstmal ganz gepflegt chillig los. So, was haben wir jetzt hier noch? Die würde ich gerne mitnehmen. Die würde ich gerne mitnehmen. Und den kleinen Generator würde ich gerne auch noch lernen. Machen wir natürlich glatt weg. Nehmen wir gleich mit durch. So. Ja, dann nehmen wir das auch alles gleich mit. Dann lernen wir hier gleich mal alles durch. Und dann haben wir es erledigt. Die Batterie können wir auch noch mit lernen. So, dann sind unsere Materialien mal wieder ein bisschen aufgebraucht. Und eine Komponente brauchen wir noch. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch da oder. Nee, die Komponenten sind alle. Mehr geht nicht. Schade, schade. Nur auch mal gucken können. Müssen wir noch das Batterieladegerät lernen. Ja, gut. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ist jetzt für mich kein Weltuntergang. Mit der Batterie arbeite ich relativ selten. Von daher sollte das möglich sein. So, hier haben wir auf jeden Fall das und das. Hier haben wir unser Gewehr. Einmal können wir nachher hochbringen. Das können wir nachher auch hochbringen. Die Armbrust können wir gleich hier lassen, weil die nehme ich jetzt definitiv nicht mehr mit. Die hat ihren Sinn und ihren Soll erfüllt. Die ist jetzt raus. So, sortieren. Falsche Seite. Gut. Noch kurz was wegschleifen hier. So, dann bringen wir das noch nach oben. Genau, das wollte ich erstmal hier mit rein. Da haben wir eh schon einen Eimer. Gut, gut. Ja, unsere Ausdauer und so weiter ist ein bisschen low, aber wir könnten uns dann Energy genehmigen und dann geht das wieder. So, dann machen wir los. Also, wir gucken mal auf die Karte. Was hätten wir denn da jetzt noch? Mutantensiedlung ist durch. Die haben wir schon erledigt. Hier unten haben wir noch ein paar Punkte. Aber wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen was ab. Beim nächsten Mal, wenn ich offline ein bisschen vorfarme, werde ich auch definitiv
gucken. Wir fahren mal da hinten hin. Dann werde ich auch definitiv mal gucken, dass wir, dass ich alle Fragezeichen aufdecke, damit wir, wenn wir eine Folge starten, wir auch natürlich viel, viel schneller an unser Ziel kommen. So. Nochmal schnell hier gucken. Was haben wir jetzt hier rechts? Unbekannte Ruine, Apartments. Ich würde sagen, wir gehen mal da vorne auf die Insel. Wir werden heute mal ein bisschen Insel killen. Ich gucke gerade, ja, ihr seid dabei. Live sind wir, hören müsstet ihr mich auch. Alles perfekt. So muss das. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Das Mutantenfluss haben wir, glaube ich, auch schon abgesäbelt. Da ist nichts mehr. Nein, da ist nichts mehr. Gut. Dann werden wir uns jetzt hier vorne der Insel mal widmen. Werden wir mal gucken, dass wir da jetzt ein bisschen aufräumen gehen. Ich kann euch noch kurz zeigen, ein paar Baupläne habe ich auch noch gefunden. Also, wie ihr seht, ein bisschen was ist dazugekommen. Da können wir dann demnächst auch mal die Base mal schön ausschmücken, ausbauen. Das werden wir natürlich auch noch mal machen. Noch sind wir ja auch gar nicht fertig mit der Base. Folglich werden wir uns das auch noch mal zu Gemüte führen. So, dann nehmen wir uns hier die Insel. Die schnappen wir uns jetzt. Eiskalt. Die machen wir jetzt platt. So, dann werden wir mal gucken, was das hier für Leute sind. Ja, eine Insel. Die habe ich aber, glaube ich, noch nicht. Nein, die ist noch auf 0%. Und da steht schon einer, glaube ich. 4, 6 brauche ich. Nachgeladen haben wir. Und Feuer. Jetzt fängt er an zu laufen, der kleine Freund. Kommt er auch zu uns oder hat er keinen Bock mehr? Wir werden mal ein bisschen umsortieren. Ich glaube, der gute Mann hat keinen Bock. Gut, also müssen wir uns da wohl mal so langsam raufschleichen. Er hat keine Lust, sagt er. Auf geht's. Ach, da ist er ja. Die sind gut drauf, die Jungs. Alter Schwede, die sind echt gut drauf, die Jungs. Die haben es drauf heute. Die haben heute ein bisschen Bock. Oh, Keule. Sehr schön. Den ersten haben wir. Wollen wir uns mal gucken, ob wir uns gleich den zweiten noch schnappen können hier. Ey, was ist denn mit denen nicht richtig? Oh, den haben wir auch weg. Sklavenhändler. Oh, der sieht aber gar nicht mehr so schlecht aus, der Junge. Ganz schön gut gepanzert, die Kleinen hier, ne? Wie sagen? Ganz schön gut gepanzert, die Kleinen. Oh. Ach, jetzt kommen sie wieder mit ihrer Killer. Raus hier. Er schießt erstmal durch die Blätter, sagt er. Wir müssen weg. Das wird so nix. Das ist nicht lustig, was sie hier gerade mit uns abziehen, würde ich sagen. Wenn dir mal was. Komm schon. Sterben hatte ich heute keine Lust zu.
Sterben hatte ich heute keine Lust. Ihm steht hinterm Erz. Okay. So war's. Eule, was stimmt denn mit dir nicht? Haben wir ihn jetzt oder was? Ah, ja. Sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr spannend heute. Moment, gönnen wir uns noch einen. Was hier unsere Schutzrüstung hat auch schon mal da gekriegt. Ah, hier, ihn hat es schon zerlegt. Ihn hat es wohl schon zerlegt. Ihn auch. Oh, der hat eine. Was hat er dabei? Kaputte Maschinenpistole, ne? Das ist doch schick, schick. Kriegen wir doch schon mal was dazu. Wie sieht es hier aus? Ist noch rot. Also, wird da wohl auch noch irgendwo was sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das schon alles war. Hier ist nichts. Okay. Wird auch schon langsam wieder dunkel. Ich hätte ganz gerne das Ding hier noch weg. Bevor es dunkel wird. Alter, von wo? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Hat der mich erschreckt. Hat der mich erschreckt? Na gut, okay. Es wird dunkel. Kurzer Abbruch. Kurzer Abbruch. Können eh mal unsere Rüstung wieder reparieren. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Hat er nochmal Glück gehabt? Hat er nochmal Glück gehabt? Den holen wir uns gleich. Lasset es morgen werden, dann holen wir ihn uns. Und können auch gleich mal gucken, ob wir uns noch einen besseren Helm basteln können als einen 18. Naja, gut, der ist schon ganz gut eigentlich. Ich glaube, mehr Rüstung können wir uns auch gar nicht bauen. Dann müssen wir wohl oder übel damit so durch, wie wir es jetzt haben. Aber auch das wird nicht das Problem sein, denke ich. Nur jetzt wird's dunkel, das ist gerade echt ein bisschen blöde. Außerdem ist unsere Schutzweste auch schon ganz schön demoliert. Und da ist das, glaube ich, nicht so prickelnd, wenn wir da jetzt da einfach reinstürmen. Das macht, glaube ich, recht wenig Sinn. Da müssen wir gleich nochmal ran. Erstmal schnell ein Schläfchen halten, was essen, was trinken, reparieren. Munition haben wir genug, da können wir auch gleich noch was wegbringen hier. Macht das nichts. Dann wird das laufen. Nun komm. Unsere Waffen sind leider ja auch nicht das Beste, was wir haben. Da gibt es bestimmt bessere Waffen, aber. Aber wir können uns gleich mal die Maschinenpistole noch mitbauen. Das hat ja dann auch noch Sinn. Da bauen wir uns gleich noch die Maschinenpistole. So, okay, wir gehen erstmal nach oben. Ne, hier. Hier unten erstmal noch das hier reinräumen wieder. Die Maschinenpistole nehme ich mit. Das kommt nach oben. Das können wir hier unten bunkern nochmal. Der Ring kann auch gleich hier rein. Den brauche ich nicht mehr. Sehr schön. So. Gehen wir mal gucken, was die Maschinenpistole braucht. Was braucht denn die Maschinenpistole? 6 Paaren, 10 Teile. Haben wir überhaupt noch 10 Teile? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da war nämlich auch noch ein Problem. Naja, wir haben nur noch ein Waffenteil. Na gut, egal. Dann bauen wir uns die beim nächsten Mal.
Kein Problem. So, dann gehen wir jetzt reparieren schnell. Mach mal. Sehr schön. So, eine Runde Eier machen. Es ist noch nicht Schlafenszeit. Na toll. Wie nett der heute wieder zu uns ist hier. Dann können wir das noch wieder kurz wegräumen hier. Zack und zack. Nee, das ist falsche Kiste. Dachte auch keiner was, ne? Doch, da unten. Habe ich doch gesagt, da unten kommt's hin. So, gut. Irgendwas wollte ich gerade. Genau, wir können aber oben noch schnell noch eine Kiste bauen. Damit wir den ganzen Stoffkram und so mal nach oben kriegen, da wo es hingehört. Das packen wir uns nämlich dann mal hier hin. Das Bett verschwindet da sowieso noch. Aber wir haben ja noch nicht unsere zweite Ebene fertig. Oder dritte Ebene, oder wie ihr das sehen wollt. Haben wir ja noch nicht durch. So, warte mal. Zack. So, dann benennen wir die gleich um in Stoff. Gut. Können wir nämlich den Kram nämlich doch da oben räumen. Dann haben wir die Kisten im Jahr. Leder kann auch mit da rein. Und dann kann die Baumwolle da mit rein. Und dieses Puppenhautgedöns auch noch. Sehr schön. So. Damit wir das hier gleich mal so ein bisschen sortiert haben, damit wir auch wissen, wo was hingehört. So, das da rein, Marlinschuppen, das Zeug rein und das da rein. Das Holz bringe ich nochmal weg und dann hoffe ich, dass ich endlich schlafen kann. Können wir jetzt schlafen? Ah, endlich. So. Dann wollen wir mal schlafen. 4 Uhr morgens. Perfekt. Jetzt was essen, was trinken, ab ins Boot schieben und dann darüber jagen wieder. Und dann machen wir sie jetzt alle. Jetzt ist Schluss hier. Das kann ja nicht sein, oder was? Zack, zack. Können wir unten das Ding gleich noch leer suppeln. Wo ist es da? Habe ich noch genug davon mit? 2 Stück müssen reichen. Und auf geht's. So. Gut, dann machen wir gleich mal hin da. Die machen wir jetzt definitiv platt. Waffen sind alle geladen, also kann es losgehen. Wir könnten uns aber das mal noch auf die 3 und das auf die 4 packen. Und die können nach hinten. So, da haben wir mehr Platz und das haben wir auch noch weg. Dann haben wir nämlich richtig gut Platz. Auf meine Truhe ist leer, ja. Truhe ist leer. Sehr schön. Dann mal los. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Dann machen sie jetzt alle. Jetzt verlieren sie. Jetzt ist vorbei. Jetzt werden wir sie ruinieren. So, meine Freunde. Ich sage, viele können es eigentlich auch gar nicht mehr sein jetzt. Ein paar haben wir ja schon erledigt. Ganz so viel kann es nicht mehr sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal von der anderen Seite aus ran. Da oben habe ich einen gesehen. Habe ich noch einen gesehen? Haben die jetzt schon wieder gespawnt? Das wäre jetzt aber uncool, wenn die jetzt echt schon nachgespawnt hätten. Das wäre jetzt nicht so toll. Wo war er denn jetzt? Ich habe ihn noch eben gesehen. Ach, da unten. Na, wo sind sie?
Einer kommt da hinten und einer sitzt da vorne. Na toll. Oh, der ist weg. Den haben wir erledigt. Was, der steht wieder auf? Von wo schießen die denn jetzt, die Jungs? Ach, da. Keule, bleib doch mal stehen. Krieg hier nicht so ein Hippelmännchen-Anfall, Junge. Was ist denn los mit euch? Wo kommen die denn schon wieder alle her? Noch nicht getroffen. Okay, wir müssen mal rum. Wir müssen noch mal rum. Das wird hier so nichts. Ich habe die Sonne im Rücken. Das ist Sonne im Gesicht. Das ist gerade echt blöde. Nanu. Jetzt schlägt mir auch noch die Hand ein. Das ist ja furchtbar. Gekriegt haben wir sie nicht. So viel steht fest. Kriegt haben wir sie noch nicht. Da sind noch eine ganze Menge Jungs drin. Mal drehen. Einmal drehen und neuer Anflug. Hey. So, mal gucken, wo steht er jetzt? Da hinten steht er, ich sehe ihn. Jetzt hat sie ihn erledigt. Den haben wir weg. Sehr schön. Wo sind denn hier noch welche? Also irgendwie müssen noch welche da sein. Die Frage ist jetzt nur wo. Gut, nochmal andersrum. An die Seite ran. Keinen gesehen. Schlecht. Okay, das wird so nichts, wir müssen ran. Wir müssen mal gucken, dass wir so rankommen jetzt. Na? Wo haben wir noch einen? Wo stecken sie? Den hat's gerafft, das weiß ich. Den habe ich um. Da unten ist er. Jetzt hat sie ihn auch erledigt. Und? Muss aber noch mehr sein. Wir machen heute richtig Action hier. Da oben ist keiner. Da sehe ich auch noch nichts. Ist ja richtig Action heute. Wo kam der denn her? Von wo denn bitte? Okay, den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Na komm her. Oh, was geht denn jetzt, Jungs? Wieso haben die denn nachgespawnt, die Arschlöcher? Was stimmt denn mit denen nicht? Oh, der ist weg.
Irgendwo war noch einer. Von wo denn, Jungs? Ach da. Also haben die doch nachgespawnt, die. So, der ist auch erledigt. Oh, hier muss noch irgendwo einer sein. Einer hat uns eben schon mal angegriffen, noch irgendwie. Einer hat uns noch angegriffen. Ich weiß nur nicht von wo. Einer hat irgendwie einen auf dicke Hose gemacht. Wo ist er denn? Da ist nix. Unten war auch nicht drin. Den nehmen wir auch gleich mit. Na, von wo ist er denn? Ist doch nicht normal. Der hat uns doch eben angegriffen. Wo steckt der denn jetzt? Da oben war keiner, das steht fest so. Da unten ist auch keiner. Hier ist auch nichts. Oh, ey. Okay, das ist jetzt echt skurril. Irgendwo muss er ja sein. Aber wo? Er hatte uns ja hier oben angegriffen. Aber da ist ja eigentlich auch noch einer drin. Irgendwie zeigt er ja an. Naja. Gut, ich würde sagen, wir fangen an zu looten. Das ist mir jetzt gerade zu blöd, den jetzt hier einfach zu suchen. Wenn wir ihn finden, dann nehmen wir ihn mit. Und ansonsten hat er Pech gehabt, ganz einfach. Wir looten jetzt erstmal durch hier. Schauen, was wir hier Schönes kriegen. Oh, habt ihr gesehen? Da gibt es die neuen Flossen. Die sind gut. Die nehme ich. Aber wir können schon zurück zum Boot, weil ich nämlich schon mal hier wieder voll beladen bin. Aber ja, ich glaube, das Looten interessiert hier auch nicht mehr ganz so doll. Folglich würde ich mal jetzt behaupten, ich loote das jetzt hier noch ab. Ihr habt den Fight gesehen. Ein bisschen Action. Ihr habt gesehen, was ich so in der Zwischenzeit noch angestellt habt. Habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht gut, bis dahin. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.